Was ist denn da? Ja, schau mal das an. Bin ich narrisch. Ja, damit. Lauter Fälle. Ich hoffe mal, das fällt nicht auf. Sonst hänge ich. Weg das. Bringt alles die Kohle ein. Brauche ich. Jetzt fliege ich mal. Pass auf. Nach Bakarisch. Da könnte ich vielleicht mehr Glück haben mit den Hämmer. Zeig mir deine Ware. Ach so. Ein Alchemist. Mana-Tränke. Nimm mal mit. Und da haben wir. Ah, sehr gut. Pass mir auf. Ich tue mal schnell punchen. Heiltrank. Wobei. Fehl geht nicht. 4 Stück. 2 Stück. Das war schon. Und Schnaps kann ich brauen. Warum auch? Dazu fehlen mir die Zutaten. Heilpflanzen, ach so. Die habe ich schon verbraten. Der Schaffer. Wo hat denn der Hämmer? Zeig mir deine Ware. Ja, der hat auch nichts. Oh Gott. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Carlos, meine letzte Rettung. Der verkauft nichts. Janik. Ja, sagt mal. Habt ihr keinen vernünftigen Händler da? Ah, da vorne hat. Ein Schmied. Ahmed. Ach so, der möchte bloß raffen. War nix. Die Arena. Was ist das? Ein Tempelkämpfer? Oh. Das ist was Besseres. Händler. Zeig mir deine Ware. Ja, wo ich sag das. 4 Stück. Geh damit. Wobei. Ich brauche nur 2. Und jetzt habe ich 10 Stück. Zeig mir deine Ware. Sag mal, brauchst du Felle? Wobei, die behalte ich mir noch. Eine Truhe. Jetzt fliege ich auf jeden Fall zurück nach Vanguard. Ich kann ja diese Aufgabe abschließen. Wird die Zeit. Okay, grüßt euch. Da bin ich wieder. Und schon wieder fort. Wandorn. Hier hast du 10 Hämmer. Danke. Das wird uns weiterbringen. Okay. Endlich abgeschlossen. Und jetzt haben wir... In Vanguard erstmal keine Mission mehr. Ganz gut. Faring, ja gut. Das können wir vergessen. Sylden. Da können wir ja nicht vorwärts, gell? Warum nicht? In Geldern. Da kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Nimora.
Zerstöre das Rebellenlager Nimora. Das nimmt kein gutes Ende. Mein Ruf bei den Rebellen ist bei Seski. Jetzt wenn ich die Lüm bringe, dann glaube ich sinkt er. Du bist ja da, aber sehr sicher. Was habe ich noch? Hör bloß auf mit der Scheiße. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Aus Schaden wird man. Jetzt werde ich. Ja, warte mal. Ach so, Moment. Dafür muss ich noch Bakarisch. Wer ständig alles rum erzählt, darf ich nicht. Ich werbe nämlich diese Orksverknüpfer. Ob dieser Beta da erinnert? Wobei, geht da einer. Leg das. Leg das in der Orks, Junge. Und dann wird's finster. Ich will jetzt allerdings ein weiter Fußmarsch, gell? Leg das. Jetzt bin ich da und ich möchte da hinten. Bedeutet, ich muss da außen rundum rennen. Und sollte ich dann irgendwann mal die Orks haben, dann werde ich mal in die Arena gehen. Sonst werdet ihr mit eurem die ganzen Anfänger aufmischen. Beliar kennt keine Gnade. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Ja, schön. Nur rumstehen und rauchen. Das war die Räuberhülle, gell? Die haben wir schon gesäubert. Und da vorne habe ich diese ganzen Löcke umgehauen. Wie es da ausschaut. Das war ein Massenmord. Oh Gott, schön, lauter Leichen. Da hat sich ein Wahnsinnig ausgetobt. Okay, pass mal auf. In der Richtung sind die Orks. Jetzt werde ich allerdings erst einmal in die Höhle links schauen. Weil da vorne kommt eine Höhle. Da gibt's ja noch einen Lurker, ha? Ich glaub nimmer. Tatsächlich. Es gibt noch welche. Aber die gibt's nicht mehr lang. Kommt der Lurkerjäger. Hinaus aus dem Gebüsch. Na gut. Gibt mal wieder Leder. Und klauen. Wo war der dritte? Was? Da liegt er. Ach so, da gibt nichts mehr. Auf der anderen Seite ist das Lago. Kippa Dumme. Oh Gott. Reiß dich zusammen. Nicht, dass ich unten liege. Wollt ihr diese Hülle gewinnen? Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich Untote oder Schattenläufer. Oh Gott, stockfinster. Ja, sag mal, haben wir Schätze? Keine Schätze.
Verwandlungstrank. Ja, was ist denn das da? Druidenstein der Lurker. Des Lurkers. Ja, wie passend. Ein Tagebuch. Oh. Ein Tyrannosaurus. Ja, ich seh schon. Mehr haben wir nicht. Jetzt habe ich den Druidenstein des Lurkers. Und kann mich in einen Lurker verwandeln. Geil. Aber, das war's schon. Bedeutet, ich habe mir Zeit für die Orkjagd. In die andere Richtung. Ja, pass auf. Dann nehme ich dann Sprengpfeile. Oh Gott. Allerdings habe ich gerade 5 Stück. Aber das geht schon. Ich muss nämlich zugeben, mich interessiert immer noch, was da hinten ist. Weil die Orks stehen ja nicht umsonst hinten. Also muss da irgendwas sein. Oh, lauter Lurker. Ja, pass auf, da kommt der Strand. Und weiter hinten ist nochmal so ein Pfad. Schau, das ist dort der Pfad. Und der führt mich genau zu den Orks. Mit denen habe ich mich schon abgeärgert. Ja, pass auf. Da ist der Link schon. Die ersten. War da was? Nicht, gell? Achso, da war die Höhle, gell? Da war bloß Krempel drin. Den brauche ich nicht. Ein Krieger, was? Nicht geplündert, der hat das weiß ich. Oh, da sind sie schon. Auf jeden Fall bin ich vorbereitet. Ein Elite-Krieger. Wie man wissen, ist das eine harte Nuss. Und der Speer. Ich werde dich zerschmettern. Oh. Hab ich schon jemand gerochen? Ja doch. Stehen bleiben, Mora. Oh. Er brennt. Victor. Der ist uns fällig. Warte mal, da wird's etwas sein. Der ist wickert. Ja, auf jeden Fall, ein Problem weniger. Aber die harte Nuss kommt noch. Entdeckung. Ein bisschen schwächen, dann hau ihn um. Warte mal. Jetzt komm schon. Halt das. Ein für alle Mal. Diesmal ist er tot.
Und wenn ihr das richtige Spät habt, war da vorne ein Speer. Und der Schamane treibt sich auch noch rum. Ja, sag mal, noch einer. Warte mal. Kommt der so? Der Kampf wird nicht lange dauern. Glaubst du? Ja, geh mal her da. Diese Waldratte. Muss ich natürlich abpassen, nicht dass der Schamane kommt. Nimm dir das ab, der schießt. Oh, da wird so eine lange Waffe. Mit einer enormen Reichweiten. Geh da. Ein Hieb noch. Jetzt aber. War ein Schnitt durch die Leber. Okay, wie schaut's aus? Sind denn diese Elite-Krieger alle weggert, ha? Ein Schamane und ein Speer. Der Speer ist kein Problem, gell? Aber dieser Schamane. Alter. Gottes Willen. Bleib stehen, Mora. Was sind da noch Tausende hinten? Wo bleibt denn dieser Speer? Na gut.